Sagst du, Mensch, du müsstest das mit mir tauschen. Was? Du müsstest zum Beispiel das mir geben und dann geht's oder was? Ja, genau. Dann müsstest du es halt mir wieder zurückgeben, natürlich. Wie Und du gibst du? hättest es im Pokédex da drinnen. Ja, das stimmt. Stinkt! Lass Stimmt, aber da gut. mal bei nächsten Pokémon, wie stark ist denn? Alter, Headshot Legs, das ist unglaublich. Ja, da stinkt gut. Nein, das ist Level 13, glaube ich. So, 20 Minuten nehmen wir schon auf. Kalimio, Mizandria, das Wunderkind aus Palermo. Bist du schon weitergegangen? Ja. Wo bist denn? Da unten. Ah, jetzt sehe ich dich gerade. Wo kämpft der unten auch da? Der Na. komisch. Der komische Rosengarten da. Rosengarten. Der fette Fisch. Der fette Fisch. Oh, das Schlubuck habe ich jetzt voll aufgetrainiert. Auf Level 12 ist das schon. Jetzt auf Level 18. Achso, ja. Entwickelt sich Schlubuck? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich glaube. Wingull setzt Aquaknarre ein. Und da nehme ich die ganze Zeit Schlammbad. Ja, aber das hilft jetzt gerade. Ja. Lydia! Was sind da ist, also Goldini. Das Goldini im Goldino. Schlammbad. Ist auch gut Essen im Goldino. Schleichwerbung. Ja, wurscht. Puh, was machen wir da dabei, während du da kämpfst? Das ist nämlich ein bisschen langweilend. Mit Zuschauen. Du kennst meine Attacken schon in Haus, wenn ich Schlammbad. Wir gehen mal zur Heike. Zu Maike. Zu Und der Maike. redet einmal nichts gescheit, hat zu dem gemeint, gegen den wir gekämpft haben. Zu Maike oder zu Heike? Nein, ich will da nicht noch mehr anreden. So, passt. Gut. Guten Tag. Das ist gut. Gut. Ich Vollhang. Ja, egal, der kämpft halt gegen die zweite Wahl. Gegen welche kämpfst du denn schon wieder? Ich Trottel, bin zu weit rechts gefahren. Knilz. Na super, jetzt kann ich mich wahrscheinlich Frost machen auf dem Knilz. Ja. Ich hab da auch gerade einen Knilz. Und das kann mega sauger. Ha, klein mit einem. Mit einem Ding so was. Und ich bin auf Level 18. Ah, 19. Jawohl, super, Schluckuck. Besser wie Mewtwo. Da hat es ja mal ein zeitlanges Mewtwo-Event gegeben. Da hat es irgendeinen in der Wiesn gefunden, dann haben die anderen ihn besiegen müssen und dann haben die es Mewtwo gehabt. Ja, genau, das war das, wo haben wir eh gespielt zusammen. Aber wir haben es nie gehabt. Doch, ich hab's auch mal gehabt, glaube ich. Echt? Oder? Nein, nicht einmal. Hey, Kämpft habe ich auch mal. muss man gegen den da umkämpfen? Bei dem Baum? Was denn? Ja, das hat drei, da muss gegen alle drei kämpfen. Nein, was ist denn da in dem Baum drin? Noch ein Baum. Na, was ist denn da drin für
Weiß ich nicht mehr, ich glaube Superball oder sowas. Ah ja, das ist nicht so Superball. Super, und dann kommt da schon der nächste Trainer daher. Wo bist denn? Ja, ich bin ganz nach rechts rüber gerannt, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, ich weiß gar nicht, was ich da drüben mache. Ich komme gleich wieder rüber, sobald ich den zweiten Heinz da besiegt habe. Einen Teenager. So weit nach rechts, also bist du beim Pensionisten rechts hier gar nicht. Ja, rechts von der Stadt, von der einer da. Ach Gott. Noch ein Fahrradgeschäft oder was? Ja, da ist ich die eh schon. Wo kommst du dann, Tommy? Ja, da kommst du aber nur mit Surfer weiter. Und das haben wir noch nicht, das ist erst in der nächsten Stadt, gell? Ja, Surfer ist erst irgendwann. No. Das heißt, wir müssen eigentlich links weiter, gell? Ja, eigentlich sollten wir die Arena machen. Alter, was ist denn da ist da? Kampf, Camp, Riesenflur. Ich glaube, da gehen wir nicht rein, gell? Ich glaube, das funktioniert eh nicht. Genau, wir müssen nur uns, wie waren das? Den Zertrümmerer irgendwo holen, wo hat's denn den noch schnell gegeben? Genau, zuerst einmal müssen wir dann eigentlich einen Arena-Leiter machen, den Zertrümmerer holen und dann eigentlich erst Domi gehen. Wow. Du, da haben wir gerade Domi gegangen sind. Okay. Ja, das sind drei Häuser. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir die Arena. Ja. Hey, nein, in die Arena. Ach, das sind Leute, die uns so viel regen. Krieg ich von den Tiefdämpfalz oder was? Bist du schon drinnen oder was in den Pokémon rein? Ich geh grad rein. Warten uns gern auf mich. Puh, wir haben wieder 10.000 Kämpfe. Wenn die Sonne scheint auf dem Schien ist. Auf dem Schien ist. Jo, ich bin mit dem Radl da. Ich komme jetzt gerade in die Pokémon Arena. Hey, das ist der steirische Brauch. Frage, ich glaube, mein Körper da ist jetzt hin. Jo. Das ist Schabertor. Ich mein Frezelblitz. Was passiert eigentlich, wenn du in der Blitz da reingehst? Nix. Jetzt einfach für erwarnt. Ah ja, was ist denn das? Ein Mediter. Meditation. Scheiße. Komm schon, Mediti, wurde vergiftet. Mein Titi. Konfusion. Eine Menge Konfusion. Ja, ich kann gleich wieder zum... Jetzt kommt der nächste Heinz daher. Mit einer Menge Fantasie. Ja, den brauche ich auch bald. Der Gitarrist Chuck. Das Wunderküken aus Palermo. Der Chuck ist das Wunderküken aus Palermo, ja. Gehst du jetzt wieder zurück zum Pokémon Center? Gleich, ich muss aber den zweiten Eins dahin machen. Donnerschlag, es hat mir die Kunde gemacht. Boden. Lebensschuss. Und kaputter Cheater, Anretter, Kettler, bester Schaden. Wir haben Grund zum Fangen. Keiner kann mehr laufen, dafür kann ich nicht saufen. Und das geht immer. So, dann nehmen wir wieder unseren Lombrero daher.
Wir haben Grund zum Feiern. Ich nehme den nächsten Kübel, der ist gleich übel. Natürlich darf der Gegner wieder zweimal angreifen. Aber alles wird er ja schneller sein mit den Pokémon, aber naja, gut. Hey, das ist ein Gitarrist. Ja, das ist ein Musiker, Musiker. Ich mag natürlich von allen Arenen alle EP mitnehmen, deswegen erledige ich in den Arenen immer gern alle Leute. Liebe Leute, ich muss euch sagen, die Uhr hat in 6 Minuten 23 Uhr geschlagen. So, ich bin gerade zum Poké-Center. Weil ich finde es so unfair, darf ein Pokémon immer 2 oder 3 Mal angreifen. Das ist so. Nee, was auch nicht. Das bringt sich ja da gar nicht, wenn ich den mach. Ah! Da komme ich nämlich schon zum Arena-Leiter, geil. Achso. Ja. Der nächste Teenager-Trottel. Werdet erwachsen, ihr Deppen. Teenager-Egon. Ein Schluppuck hat der. Ui. Jo, na da schauen wir aus. Ging auch süß, Schluckbuck Wasser. Naja, ich würde einfach, ich habe jetzt Stahl und Jagdkunde genommen, weil da haben die Giftattacken keine Wirkung. Zickzack, das wird auch nicht viel mehr helfen. Und schon da eines Zickzacks. Wie viele Pokémon haben da? Zwei. Abracadabra, Videos. Zickzacks. Da hilft nur Boden, gell? Nein. Zickzacks ist normal. Normalerweise ist da Kampf gut. Aquaknarren. Oder wie in der neuen Edition Fee. Glaube ich halt, dass es Fee war. Ich glaube. Der gibt mir gerade eine Kopfnuss. Ich depp. Schauen Sie mal gern zu. Ich wollte schon die nächsten zwei machen. Was hast du gegen Schlubuck genommen? Nur nicht mehr Bonattacke. So, kurz gegähnt. Ja, das ist kaputt, die Schlubuck. Mit Anschlag. Ja, dann mache ich mal die nächsten zwei Tollen da. Ich liebe glitzernde und funkelnde Dinge. Oh Gott, der ist jetzt schon anstrengend. Was ist mit da dagegen eigentlich? Das hat mir echt bald einmal ein Flug-Pokémon zulegen. Ja komm, Lombrero, bevor ich da weiter mal drum tue. Alter, wie komme ich dumm mit den Schalter? Das ist normalerweise logisch. Achso, so. Hab ich schon. So, darf der schon wieder zweimal angreifen, Alter, das ist voll. Ja. Ja, und da ist das nächste Mistvieh. Oh, mal schauen, ob den Arena-Kampf dann gleich mal schaffen. Vollbeat, nämlich. So heißt der Band. Ja. Ah, ich hab den anderen auch noch. Ah ja, der Arena-Leiter Walter. Da war Walter. Da war ich da. Scheiß Walterball. Rückzug-Hieb. Was nehmen wir denn da dagegen? Nehmen wir Fritzl.
Rätsel! So ein Auto. Der Brunzel. Scheiß Rückzug, ich bin immer. Das setz ich gerade die ganze Zeit ein. Scheißen. Alles ist aus Eisen. Es ist aus Eisen, heute muss scheißen. Ja. Da haben wir mein Labrero ist hin. Boah! Scheiß Walterball! Jetzt habe ich Steinhagel. Das ist eh viel gut, weil es ist Gestein. Ja, Steinhagel sind ja so blöd. Probieren wir das gleich aus. Natürlich muss ein zweites Pokémon ein Magnetilo sein. Alter Falter. Ui, kaputt. Bald ist mit Marabel 29. Detlef muss dein, hat ein Ei. Sprung. Warte auf mich, wenn zum Training. Ah, wieso geht die Attacke schon wieder daneben? Jetzt weiß ich, warum ich früher bei den vorigen Folgen immer so aufgeregt habe. Genau wegen dem Chaos. Ja, weil zuerst immer der Dings angreifen darf, der Gegner ab und so. Ja, obwohl man eigentlich mehr Init haben sollte. Da was? Mehr Init. Ja, jetzt ist es auch hin, jetzt habe ich nur noch Fritzl-Dings. Also ich bin gut durchgekommen. Ich hab mit dem Warhammer immer einen Lebensschuss, den ich hab. Das hilft gegen Elektro-Pokémon. Naja, Magnetilo wird aber belohnt aus. Ja. Kaputt. Achso, oder nicht, ist ja wurscht. Lebensschuss. Also halt ich hab den Gitarristen schon mal besiegt, du. Ich geh grad zum Pokémon Center zu. Jedes Mal, wenn ich beim Pokémon Center vorbeigeht, sagt er mir die Schüttel an. Ja, aber von denen scheinen Kampf an. Ja, keine, die in mein Herd. Ja, komm, das ist unlustig. So. Ah ja, da kann ich gleich aufhören dann. Okay, der Arena-Leiter. Jetzt wollte ich gerade abspeichern vorher, aber das gibt's da ja nicht. Ja, warte auf mich. Und jetzt? Go. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden. Der Walter will seine Schalter. Uahahaha, das ist wirklich amüsiert. Dann ist es nun an mir, dem Arenaleiter von Raven Pro City, dich unter Spannung zu setzen. Aha. Erste Pokémon habe ich schon mal besiegt. Ja, mit Lehmschuss wahrscheinlich, gell? Jawollo. Jawollo. Oh ja, was ist denn da? Ist ein Wolf-Dance, oder? Habe ich auch nicht gesehen, das Pokémon. Hey, wenn du eigentlich gegen Trainer kämpfst, gell? Das geht doch nicht in den Pokédex rein, gell? Ja, ist gesehen. Voltenzo, ah ja. Das ist schon geil, was das Viech. Das ist die Weiterentwicklung von Fritzl Blitz. Komm schon. Ja, ich hab da gerade ein früher Problem. Weil ich hab nur mehr vier Lebensschuss-Attacken. Eine schöne Schockwelle, komm, Blubstrahl. Mist. Scheiß Ultraschall.
So haben wir beide einen Supertrank eingesetzt, gut. Ja, er hat einen Supertrank eingesetzt, gell? Ja, ich auch gerade. Beim Magneton, gell? Ah, scheiße, Magneton auch noch. So, das kann ich jetzt mit einem hinmachen. So, aber das ist jetzt mit den ganzen Attacken von Lebensschuss ausgegangen. Das ist schon mal gut. Ja, Durchkraft normal. Ja, da mal. In der Stauner weg. Ich bin sehr zufrieden. So, ich hab schon besiegt. Ich muss einmal Pokémon wechseln. Ruckzuck-Dieb. Finale. Echt? Hat er eingesetzt, so Ultraball? Ja. Ne, gut, dass ich auf Stahl und Jahr umtan hab. Stahl und Jahr? Magneton, alter Falter. Ja, ich hab schon fertig. Detlef muss da rein, hat der Dynamo einmal. Wieso geht der Scheißattacke daneben? Warte erhalten. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon zertrümmer auch außerhalb des Kampfes einsetzen. Und außerdem werden deine Pokémon ein kleines bisschen schneller. Dies hier solltest du auch nehmen. DM34 erhalten. Dies ist DM34 Schockwelle. Eine verlässliche Attacke, die niemals daneben geht. Verlass dich drauf. Ich verlasse mich nur auf das, was mir mein Hausverstand sagt. Passt, Magneton, ich sehe ihn. Ich hab schon mal erledigt. Ich hab schon einen Ohren. Ich muss ja das Rätselblitz hinmachen. Passt! Alle down. Tatsächlich so. Alter, für was bringt sie die Weilmerkane? Also ein Gegenstand zum Gießen von Pflanzen.